Nun rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 16, Große Anfrage der Abg. Dr. Sommer, Alex Decker, Di Benedetto, Gnadl, Merz, Roth, SPD und Fraktion betreffend Gesundheitsversorgung in Hessen, Drucksache 19/5119 zu Drucksache 19/3929. Vereinbare Redezeit ist 10 Minuten. Das Wort hat Dr. Sommer für die Fraktion der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die gesellschafts- und berufsstrukturellen Veränderungen, die steigende Lebenserwartung, medizinische Innovationen und Veränderungen im Krankheitsspektrum stellen große Herausforderungen an eine bedarfsgerechte, an die Menschen angepasste sowie flächendeckende Gesundheitsversorgung in Hessen. Und es wäre schön, wenn Herr Grüttner dem Thema auch Aufmerksamkeit schenken würde, weil ich denke, die Gesundheitsversorgung ist ganz wichtig. Erforderlich ist, die Gesundheitsversorgung mit angemessenen, wirksamen und wirtschaftsvertretbaren Maßnahmen weiterzuentwickeln und neue Handlungsmöglichkeiten zu identifizieren. Aber weder innovative Maßnahmen noch neue Gestaltungsansätze der Landesregierung bezogen auf die gesundheitliche Versorgung zeigt die Beantwortung, meine Damen und Herren. Und da können auch nicht die Besuche von tollen Projekten wie Landpartie 2.0 der Goethe-Uni hinwegtäuschen, die keine Frage lobenswert und ausbaufähig sind. Wir wollen, dass die Landesregierung Verantwortung übernimmt und sich nicht wieder darauf bezieht, dass Akteure und Bürgerinnen und Bürger Eigenverantwortung übernehmen sollen. Auf die Frage, welche Kenntnisse und Ideen zur sektorenübergreifenden Versorgung bestehen, wird geantwortet, dass die Sektorentrennung reduziert werden muss. Das ist richtig. Und es wird auf das Landesgremium § 90a hingewiesen, wo wir uns mehr Transparenz wünschen. Aber eine konkrete Vorstellung der wichtigen Synthese scheint die Landesregierung hier nicht zu haben oder zu wollen oder uns vorenthalten zu wollen. Wir wissen es nicht. Aber, Herr Minister, vielleicht können Sie ja noch einmal etwas sagen, wie Ihre konkreten Vorstellungen aussehen. Gerade, aber nicht nur in ländlichen Regionen, ist eine nachhaltige gesundheitliche Versorgung durch die demografische Entwicklung, durch das Apotheken- und Kliniksterben sowie dem Ärzte- und Fachkräftemangel ganz wichtig. Und hier werden neue Entwicklungen von vernetzten Versorgungsformen dringend notwendig, weil wir brauchen die Überwindung der zahlreichen Schnittstellenprobleme in einem stark fragmentierten Gesundheitswesen, meine Damen und Herren. Das Thema Geriatrie und das in einer älter werdenden Gesellschaft, meine Damen und Herren, wird nur ganz marginal gestreift. Die Große Anfrage spricht von dem hessischen Geriatriekonzept. Das ist sicher ein gutes Instrument. Aber die letzte Veröffentlichung, die ich gefunden habe, ist von 2011. Wird es fortgeschrieben? Und wann kommt es, Herr Minister? In der letzten Debatte haben wir uns ja ausführlich mit dem Fachkräftemangel in der Pflege auseinandergesetzt. Diesmal möchte ich das mit den Ärzten tun. Wir haben so viele Mediziner wie niemals zuvor, aber sie sind schlecht verteilt. Wir brauchen eine neue Bedarfsplanung. Die Versorgung ist nicht detailgetreu. Die KV mit ihrem Fokus Gesundheit gibt da einen guten Datenüberblick. Ich möchte es einfach einmal am Beispiel Wiesbaden festmachen. Hier haben wir einen hausärztlichen Versorgungsgrad von 119%, also eine Überversorgung. Aber schaut man genauer hin, ergibt sich ein differenziertes Bild. Sonnenberg hat einen Versorgungsgrad von 171%, Dorzheim einen von 35%, Klarental liegt bei 48%, und es gibt auch Stadtteile, wo es überhaupt gar keinen Hausarzt gibt. Also, Versorgungszuschnitte müssen geändert werden, um engmaschiger planen zu können, sodass alle Bürgerinnen und Bürger Zugang zur Versorgung haben, meine Damen und Herren. Und ich wüsste gerne, wie die Landesregierung diese Daten in ihre Vorhaben, aber auch in den Hessischen Gesundheitspakt einbindet. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal fragen, warum Hessen bisher keine regionalen Gesundheitsreport
Gute- und Versorgungsatlanten veröffentlicht. Sie, Herr Minister, haben Sie im Hessischen Gesundheitspakt versprochen und angekündigt. Vielleicht können Sie ja heute einfach einmal erzählen, ob die noch kommen werden. Die Zahlen der KV zeigen auf jeden Fall, dass wir auf dem Land, aber auch in der Stadt bereits heute und zukünftig Probleme bei der Wiederbesetzung haben. Auf den vielen Seiten der Großen Anfrage findet man leider nichts Eigenes dazu. Aber es gibt viele Modellprojekte, die nach Evaluierung sicher auch in die Fläche können. So begrüßen wir beispielsweise die Idee der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von den Stipendien für Medizinstudenten, die als Landärzte später aktiv werden wollen. Schön, dass Sie dieser Forderung nachkommen. Auch die Projekte Sei Arzt in Praxis, Leb Hessen, der KV, Landarztpartie der Goethe-Uni, Weiterbildungsverbünde, Niederlassungsförderung etc. sind gute Projekte, aber weder die Idee noch die alleinige Verantwortung der Landesregierung, meine Damen und Herren. Neben dem Hausärztemangel ist es derzeit in Hessen praktisch unmöglich, gerade Fachärzte aufs Land zu bekommen. Egal ob HNO, Nervenärzte, Augenchirurgen, Kinder- und Jugendpsychiater, die Liste lässt sich lang erweitern. Und das zeigt auch der 100-seitige Anhang der Auflistung der KV-Daten in der Großen Anfrage. Hier gibt es viel Diskussionspotenzial, und die 10 Minuten reichen eigentlich auch nicht aus, um all die wichtigen Themen anzusprechen. Fakt ist aber, der Nachbesetzungsbedarf in diesen Arztgruppen ist für 2020 gewaltig, meine Damen und Herren. Dazu ein Beispiel. Die KV sucht gerade in Wolfhagen und in weiteren Praxen HNO-Ärzte. Die Suche gestaltet sich aber äußerst schwierig. Neben dem Honorar und finanziellen Anreizen sind z.B. die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur, duale Modelle für Ehepaare ganz wichtig, um sich niederzulassen. Auch die Sicherstellungsrichtlinie der KV geht darauf ein. Es gibt große strukturelle Unterschiede innerhalb Hessen, und deswegen ist der Strukturfonds der KV gut, um Rahmenbedingungen zu verbessern, die Attraktivität zu steigern. Aber auch hier vermisse ich Ihren originären und proaktiven Einsatz. Und wie sieht es mit der Situation nicht nur in den Praxen, sondern auch in den Krankenhäusern aus? Da sieht es genauso aus, meine Damen und Herren. Bedarf an allen Ecken und Kanten. Und wenn man dann schaut, dass viele Krankenhäuser rote Zahlen schreiben, müssen wir uns doch fragen, wie können wir das stabilisieren? Was ist mit Schwerpunktbildung? Was ist mit Verbundbildung? Da sind wir in Hessen noch nicht weit vorangekommen, meine Damen und Herren. Und sicherlich hören wir gleich wieder, dass das nicht in Ihrer Verantwortung liegt. Aber warum können wir denn die Krankenhäuser gerade in ländlichen Regionen nicht besser unterstützen? Natürlich gibt es den Sicherstellungszuschlag. Aber auch hier ist noch weiterer Handlungsbedarf, meine Damen und Herren. Sie überprüfen derzeit die Angebotsstruktur im Rahmen der Fortschreibung des Krankenhausplans. So die Beantwortung. Haben Sie schon Ergebnisse? Wenn nicht, wann sind Sie fertiggestellt, und was wollen Sie mit den Ergebnissen tun, auch beispielsweise mit den Erkenntnissen der Konferenzen zu regionalen Versorgungsstrukturen? Viele Fragen wurden gestellt, meine Damen und Herren, teilweise unzureichend, man könnte sagen, ideenlos oder auch restriktiv beantwortet. Aus der Beantwortung selbst ergeben sich neue Fragen. Einen Plan und ein Gesamtkonzept ist leider für uns als SPD-Landtagsfraktion nicht zu erkennen, meine Damen und Herren. Vielleicht können Sie ja Ihre Linien und das Gesamtkonzept, Herr Minister, gleich aufzeigen. Wissenschaftliche Expertisen lassen den Schluss zu, dass ein hoher Bedarf an einem berufsübergreifenden, systematisch und evidenzbasierten Versorgungsmix besteht. In einem solchen Versorgungsmix, meine Damen und Herren, müssen die Akteure aus verschiedenen Sektoren lokale sowie indikations- und populationsbezogene Netzwerke zur Sicherstellung entwickeln, als Intervention bzw. Adoption neuer sozialer Praktiken
und Innovationen. Nur so kann eine hohe Versorgungsqualität auch künftig gewährleistet werden. Hier haben wir in Hessen, meine Damen und Herren, Nachholbedarf, auch wenn es schon MVZs gibt. Aber wir müssen jetzt für morgen und übermorgen vorsorgen und brauchen einen Plan, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns also keine Zeit mehr verlieren und endlich anfangen zu handeln. Wir brauchen ein ganzheitliches Versorgungskonzept, multiprofessionell, interdisziplinär, flächendeckend, mit gut ausgestatteten Einrichtungen, gut ausgestatteten Fachkräften. Und in der Praxis, das hat die große Anfrage gezeigt, wird schon viel getan. Herzlichen Dank an alle Akteure, die dort unterwegs sind. Dort erwachsen viele Ideen. Lassen Sie uns diese besser unterstützen, fördern und vor allen Dingen in der Fläche ausbreiten. Und wir brauchen validierte Versorgungsatlanten. Sie haben diese versprochen. Setzen Sie also Ihre Versprechen um. Herzlichen Dank. Sie kommen noch nicht dran. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Rock, die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Große Anfrage der SPD wirft ein Licht auf die Situation der Gesundheitsversorgung in unserem Land, speziell in der Frage der ländlichen Region. Es zeigt noch einmal auf, welche Maßnahmen ergriffen worden sind vonseiten der Landesregierung, Maßnahmen, die dort auch noch einmal dargestellt worden sind. Wir wissen, was die KV Hessen in dem Bereich auf den Weg gebracht hat. Es macht aber auch noch einmal deutlich, diese Anfrage, wie problematisch es ist und wie eingeschränkt die Instrumente sind, eine Ärzteverteilung in einem Land zu organisieren. Eine Ärzteverteilung, die grundlegend ja erst einmal darauf basiert, dass man Menschen finden muss, die diese hochqualifizierte Ausbildung gemacht haben und bereit sind, in gewissen Regionen auch diese Tätigkeit auszuüben. Was in dieser Anfrage auch eine Rolle spielt oder was man wissen muss, ist, dass dieser Bedarf, der einmal festgestellt worden ist, und wie der Bedarf zustande gekommen ist, der festgestellt worden ist, also einfach einen Ist-Zustand mal festzuschreiben und ihn als Bedarf zu definieren, das muss einem auch klar sein, wenn man solche Anfragen sich anschaut und sich über die Verteilung von Ärzten Gedanken macht. Ich glaube, was vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt ist, ist einfach die Veränderung der Ärzteschaft an sich. Die Frage, der klassische Landarzt, wie man vielleicht noch aus der einen oder anderen Fernsehserie kennt, dass der heute so überhaupt nicht mehr in Zukunft existieren wird, weil einfach die Berufsausübung sich verändert hat. Wir wissen, dass der Beruf deutlich stärker von Frauen ausgeübt wird. Es gibt das Gerücht, weil die besseren Voraussetzungen für eine Morbus Clausus erfüllen. Wie auch immer, jedenfalls ist es faktisch statistisch so festzustellen. Und es zeigt sich auch, dass die Frage, wie ich diesen Beruf ausüben will, ob ich entsprechend auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine wichtige Rolle spielt oder wie es in allen Berufsbildern entsprechend ist, dem Stellenwert von Freizeit eine größere Rechnung getragen wird. Das ist nicht nur im Arztberuf so. Dort ist er, weil er ja auch stärker Berufung ist als Beruf, noch einmal deutlicher, dass auch ein Arzt heute sagen will, ich will eine Privatheit haben, ich will eine geregelte Arbeitszeit haben. Und gerade im Beruf, gerade im ländlichen Bereich als Hausarzt ist das etwas, das man früher in dieser Form vielleicht nicht ausgeprägt gesehen hat. Und darum sind Bedarfszahlen noch einmal ganz besonders mit Vorsicht zu genießen, weil ein Arzt auf dem Land früher und heute vielleicht bei der Bereitstellung von Arztstunden einen Unterschied macht. Das wollte ich auch noch einmal in Erinnerung rufen und dann den Ansatz, den die Hessische Landesregierung hier zugrunde legt, zu sagen, es geht vor allem auch um das Umfeld, die Bereitstellung von mehr als nur ökonomischen Ressourcen,
auch eine große Rolle spielt. Ich habe allerdings auch noch nicht die Wundertüte gesehen, mit der man das Problem einfach aus der Welt schaffen kann, sondern wir werden dauerhaft an dem Thema arbeiten müssen. Ich finde auch diese Überlegung, ein Stipendium für Medizinstudenten einzuführen, um eben auch noch einmal einen Anreiz für diese Tätigkeit zu setzen, ist ein Ansatz. Aber es wird auch eine große Rolle spielen, wie werden künftig die Handlungen vergütet. Wie wird die medizinische Arbeit vergütet? Das ist nicht in unserer Hand. Das ist ein Problem. Sowohl wir einfach feststellen müssen, dass wir wichtige Stellschrauben als Land eben auch nicht selbst steuern können. Ich glaube, dass diese Frage, ob man diese Tätigkeit besonders honoriert, in besonderer Weise auch eine Rolle zukommt. Ärzte sind oft auch auf die Frage des Anteils von Privatpatienten angewiesen. Sie sind auf Gemeinschaftspraxen angewiesen. Sie sind auf eine Infrastruktur, eine medizinische Infrastruktur um ihre Praxis angewiesen. Wir stellen immer wieder fest, dass es zu Konzentration von ärztlichen und medizinischen Dienstleistungen kommt. Krankenhaus, Apotheke, Ärztehaus, Frage von Pflegeeinrichtungen, dass das alles eine Rolle spielt, wie hier Strukturen entstehen. Und darum ist auch die Frage dieser Netzwerkbildung im ländlichen Raum auch eine besondere Aufmerksamkeit zuzuweisen. Und da ist auch noch mal, könnte man auch noch einmal viel konkreter hinschauen. Die ganze Frage, die Sie aufgeworfen haben, oder die Fragen, die Sie gestellt haben im Bereich Demenz, würde auch noch einmal ein genaueres Hinschauen erfordern, vielleicht auch noch einmal mit Anfrage oder auch noch einmal einen anderen Maßstab oder eine andere Überlegung bringen. Vielleicht können wir mal eine Anhörung noch machen zu diesem Thema, ganz speziell in dem Bereich. Auch die Frage, wie man in Krankenhäusern mit dem Thema umgeht. Ich glaube, man hat jetzt gute Ansätze in der Pflegeversicherung gefunden. Allerdings, dieses Thema wird uns immer stärker in Anspruch nehmen. Das war noch einmal so eine Lücke, die wir ein bisschen, Lücke ist übertrieben, aber das ist noch einmal ein Thema, das man noch einmal vertiefen sollte aus unserer Sicht. Und natürlich habe ich, als ich die Anfrage mir angeschaut habe, auch nicht erwartet, dass wir daraus ableiten, schon die richtige oder die letztendgültige Lösung ableiten können. Nichtsdestotrotz zeigt es, dass Handlungsbedarf da ist, dass es allerdings auch schon Versuche gibt, entsprechend entgegenzuwirken. Was mich besonders freuen würde, wenn da die Ärzteschaften, die Landesregierung vielleicht noch ein Stückchen weiter oder enger zusammenarbeiten könnte, um noch einmal ihre Modelle und Überlegungen stärker abzustimmen. Das wäre vielleicht noch ein kleiner Hinweis, den ich am Ende hier geben möchte. Ansonsten bleibt uns hier immer zu beobachten, wie die eingeleiteten Maßnahmen wirken, wie die Netzwerke aufgebaut werden können, wie wir auf die Herausforderungen der Veränderung des Arztberufs bessere Antworten geben können. Da spielen auch die Kommunen eine Rolle, weniger als Chef des Arztes, als die Frage, was kann ich in Infrastruktur dafür bieten, um Ärzten auch dauerhaft und eine Möglichkeit zu geben, zu sagen, ich möchte hier auch arbeiten. Das ist die Erkenntnis, die wir aus dieser Anfrage auch ziehen. Sie hat uns nicht in vielen Bereichen überrascht, aber sie hat noch einmal Überlegungen, sage ich mal, detailliert unterlegt, die wir hatten. Von daher vielen Dank für die Anfrage, vielen Dank für die Beantwortung. Das Thema bleibt auf der politischen Agenda. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Dr. Bartelt für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich freue mich, dass nach langer Zeit diese Große Anfrage jetzt hier im Parlament Gegenstand der Beratungen wird, weil hier ein sehr wichtiges Thema zentral behandelt werden kann, nämlich die Versorgung im ländlichen Raum, und wir die Gelegenheit haben, die Leistungen der Landesregierung und der Regierungsfraktion hier stichpunktartig darzulegen. Ich stimme den Vorbemerkungen der Antragsteller völlig zu, dass sie gesagt haben in ihrer Einleitung, es gibt mehr niedergelassene Medizinerinnen und Mediziner als je zuvor, und dennoch besteht im ländlichen Raum
ein riesengroßer Bedarf, ganz besonders im hausärztlichen Bereich. Es ist schon einmal gut, dass man in der Beschreibung des Problems hier einer Meinung ist. Und der Anteil der finanziellen Mittel für die hausärztliche Versorgung ist auch im Laufe der Jahrzehnte gleich geblieben bzw. hat sich auch entsprechend der Kostensteigerung angepasst. Das heißt, es ist nicht primär ein Problem der finanziellen Mittel, sondern es ist das Problem der massiven Fehlverteilung, zugunsten der Ballungsgebiete, der wohlhabenden Stadtteile in den Großstädten und zulasten des ländlichen Raumes. Hier möchte ich einige Punkte stichpunktartig nennen, wie wir die Probleme sehen und was Landesregierung und regierungstragende Fraktionen hier getan haben. Ich kann Ihnen, verehrte Frau Dr. Sommer, nicht ganz zustimmen, dass Sie sagen, dass wir hier ideenlos sind und dass wir die Fragen restriktiv beantwortet haben. Wir haben da doch schon auf eine Leistungsbilanz zurückblicken können. Ich möchte das jetzt in einigen Punkten benennen. Erstens. Es ist ganz wichtig, junge Medizinerinnen und Mediziner für den ländlichen Raum überhaupt zu motivieren. Da haben wir einiges getan, indem wir Anreize geben, dass die Pflichtpraktika, die sogenannten Formulaturen, entsprechend finanziell unterstützt werden. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, und da sind Sie ja auch auf Bundesebene daran beteiligt, dass in der Medizinerausbildung im Rahmen des Masterplans 2020 ein Pflichtmodul im praktischen Jahr eingeführt worden ist, das eben in den Praxen und besonders in dem ländlichen Raum stattfinden soll, sodass erste Kontakte geknüpft werden zwischen den Studenten in der Endphase des Studiums und den niedergelassenen Ärzten. Das wird in der Praxis sehr viel bedeuten. Weiterhin haben wir die Lehrstühle an den Universitätskliniken in Frankfurt und Marburg gestärkt, die eben die Studentinnen und Studenten für die Allgemeinmedizin interessieren sollen und dann auch später bei ihrer Tätigkeit begleiten. Zweiter Punkt. Das liegt schon einige Jahre her, aber ich möchte es gerne erwähnen, weil jetzt die Wirkung dort sich zeigt, dass wir die Zulassungsbezirke für die hausärztliche Versorgung verkleinert haben, also die Zulassungsbezirke vermehrt haben und die Zulassungsbezirke verkleinert haben. Es gab früher in Hessen 27 Zulassungsbezirke, es gibt heute 65 Zulassungsbezirke. Das heißt, bei dem Inhaberwechsel ist die Gefahr der Zentralisierung nicht mehr so groß. Das beginnt zu wirken. Dritter Punkt. In Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den gesetzlichen Krankenkassen wurde der Pakt zur Sicherstellung der ärztlichen ambulanten Versorgung initiiert. Er wurde dann auch erneuert. Es ist sehr bedauerlich, dass die Kassenärztlichen Vereinigung aus sachfremden Gründen sich derzeit etwas zurückgezogen hat. Aber wir sind optimistisch, dass wir sie dann auch wieder überzeugen können, sich daran zu beteiligen, dass in den mangelversorgten Gebieten hier finanzielle Anreize gegeben werden zur Neugründung bzw. Übernahme einer Praxis. Vierter Punkt. Wir starten eine Initiative zur Digitalisierung in der medizinischen ambulanten Versorgung. Dies kommt ganz besonders dem ländlichen Raum zugute, weil dann die Kommunikation zwischen dem Hausarzt, den Fachärzten und medizinischem Assistenzpersonal gefördert wird. Das stärkt die Qualität der medizinischen Versorgung, besonders in dem ländlichen Raum. Fünftens. Wir haben Haushaltsmittel eingestellt, um medizinisches
Assistenzpersonal zu finanzieren, die in Delegation vom Hausarzt her Hausbesuche durchführen können, um den Krankheitsverlauf bei einem Patienten beim Hausbesuch zu beobachten und entsprechend die Qualität auch zu verbessern. Sechster Punkt. Regionale Gesundheitsnetze werden vom Land auch gefördert, damit die Zusammenarbeit zwischen der ärztlichen Tätigkeit, der pflegerischen Tätigkeit und der sozialpsychologischen Versorgung zu stärken, weil ja alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Siebter Punkt. Durch die entsprechende Bundesgesetzgebung, wo Sie ja auch daran beteiligt sind, also die Gesetzgebung der letzten Großen Koalition war gar nicht so schlecht gewesen auf diesem Gebiet, dass hier die Möglichkeit geschaffen wird, ja nicht nur die Möglichkeit, sondern die Verpflichtung, dass im Bereich der überversorgten Gebieten bei Praxisaufgabe wirklich dann auch geprüft werden soll, ob gegen Entschädigung ein entsprechender Kassenarztsitz dann auch eingestellt werden kann. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Die Diskussionen sind auch nicht unproblematisch. Das sage ich durchaus als Stadtkind und Mediziner. Aber diese Diskussionen müssen aufgrund der Gesamtverantwortung, besonders gegenüber den Patienten im ländlichen Raum, auch geführt werden. Ich glaube schon, dass wir hier auf Landesebene und durchaus auch auf Bundesebene hier sehr viele Dinge geschaffen haben, die mittel- und langfristig die Versorgung im ländlichen Raum verbessern werden. Insofern kann ich der Bewertung ideenlos und restriktiv beantwortet nicht ganz so zustimmen. Ich hoffe, Sie ein wenig überzeugt zu haben. Ich erkenne sehr wohl an Ihre Rolle als Opposition. Aber die Fakten sprechen doch dagegen. Wir haben einiges getan. Das wird Wirkung zeigen. Und die Versorgung der ambulanten Medizin wird sich im ländlichen Raum auch verbessern, meine Damen und Herren. Ich stimme René Rock völlig zu. Es gibt keine Wundertüte, es gibt kein Patentrezept. Und wir können jetzt auch nicht sagen, in einer kurzen Zeiteinheit wird das Problem gelöst. Aber wir sind hier wirklich auf einem guten Weg, und wir müssen die Sache im Sinne der Patientinnen und Patienten wirklich auch von der Praxis her angehen. Denn es geht wirklich um kranke Menschen, die unserer Zuwendung bedürfen. Ein letzter Punkt, ein abschließender Punkt. Frau Dr. Sommer, Sie hatten gesagt, in der Verbundbildung im Bereich der stationären Versorgung hätte das Land zu wenig getan, oder da wäre noch ein Handlungsbedarf, soweit ich Sie richtig verstanden habe. Also die Hessische Landesregierung und gerade unser Sozial- und Gesundheitsminister Stefan Grüttner, das ist einer, der in Sachen Verbundstrukturen besonders engagiert vorprescht. Also das ist Benchmarking, was wir hier in Hessen in die Wege leiten. Wir fördern die Verbundstrukturen, und wir werden das auch weiter fortsetzen. Es ist durchaus in der Diskussion, dass wir im Bereich der Investitionsförderung auch diejenigen Krankenhäuser noch ein bisschen besser fördern wollen, die in Verbünden zusammenarbeiten, in Analogie zu der speziellen Förderung, die in der Notfallversorgung besonders engagiert sind. Also, das ist ganz genau unser Thema, dass wir sagen, Standorte zur Basisversorgung sollen erhalten bleiben, wohnortnah erhalten bleiben, aber innerhalb von Verbundstrukturen soll die Qualität sich weiterentwickeln. Wir sind hier auf einem sehr guten Weg. Noch einmal vielen Dank, dass Sie dieses hier thematisiert haben. Wir gehen hier sehr optimistisch in die Diskussion und werden das auch in unserer weiteren Verantwortung weiter verfolgen. Herzlichen Dank. Frau Kollegin Schott, Sie haben das Wort für die Fraktion DIE LINKE.
Herr Präsident, Herr Dr. Bartel, um mal bei Ihrem Sprachgebrauch zu bleiben, Sie haben eben gesagt, die Oppositionsfraktionen haben die Rolle, die müssen das kritisieren. Ich kann auch verstehen, dass Sie als regierungstragende Fraktion die Aufgabe haben, alles schön zu reden, was diese Regierung hier tut. Und was sie nicht hinkriegt, müssen Sie auch noch schön reden. Aber Sie sind nicht auf einem guten Weg. Wir sind weit weg von einem guten Weg. Und viele Dinge, die Sie beschrieben haben, die Sie angeblich oder diese Regierung in diesem Land eingetütet haben, um die Situation zu verbessern, die waren zu einem ganz großen Teil die KV in Hessen, engagierte Ärztinnen und Ärzte, Menschen, die Krankenhäuser betreiben und leiten. Und manche Dinge sind trotz dieser Regierung gegangen und nicht wegen dieser Regierung. Und an vielen Stellen, wo sich Menschen in diesem Land, was Gesundheitspolitik angeht, hilfesuchend an diese Regierung gewandt haben, hilfesuchend, sind die so etwas von abgeschmiert, abgebügelt worden und haben sich persönlich betroffen, abgewandt und haben gesagt, sie hätten es nie für möglich gehalten, dass mit einer solchen Arroganz mit ihnen umgegangen wird. Selbst wenn man inhaltlich O-Ton der Menschen, die hier waren, selbst wenn man inhaltlich die Anliegen der Menschen nicht teilt, muss man sie nicht behandeln, als wäre es unzulässig, dass Menschen in diesem Land ein Anliegen haben und etwas von dieser Regierung wollen, dass man sie behandelt, als wären sie lästig. Sie sind Bürger mit einem Anspruch, und denen dreht man nicht den Rücken zu, sondern man spricht mit ihnen. Und auf der Veranstaltung, an der hier Vertreter des Ministeriums Bürgern den Rücken zugedreht haben und damit demonstrativ ihr Interesse am Thema signalisiert haben, werden sich diese Menschen alle erinnern. Dass sie nicht immer teilen, was die Menschen da draußen wollen, dass man nicht alles lösen kann, sehe ich ja ein. Aber das meiste von dem, was gelöst worden ist, waren sicherlich nicht Sie und war nicht diese Regierung. Und die Kassenärztliche Vereinigung steht doch nicht umsonst da und übt Kritik an dem, was sie hier tun, und sagen, wir alleine können es nicht mehr gestemmt kriegen. Ja, die wissen, dass sie einen Auftrag haben. Aber wenn sie es doch nicht gestemmt kriegen und sagen, wir brauchen hier Unterstützung, und sie stattdessen an vielen Stellen aus der Unterstützung aussteigen, statt tiefer einzusteigen, dann kann ich nur sagen, es tut mir leid. An der Stelle lohnt sich übrigens einmal der Blick über die Grenze nach Thüringen. Da macht die KV nämlich gerade mit der Landesregierung Thüringen zusammen ein Projekt, das heißt Stiftungspraxis. Und dort werden Praxen übernommen, die keinen Nachfolger finden, mit einem ganz spannenden Modell. Und das funktioniert ziemlich gut. Es läuft schon seit einer ganzen Weile. Die KV auf der einen Seite, die es organisatorisch macht, und die Landesregierung auf der anderen Seite, die es finanziell unterfüttert, dass es möglich wird. Vielleicht sollten Sie sich daran mal ein Beispiel nehmen. Die Mangelliste, die man anführen kann, ist nämlich lang. Da gibt es den Mangel an zu wenig niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Deutlich wird dies an den Problemen bei der Nachbesetzung von Hausarztpraxen. In 2015 war sie nur in 5 der hessischen Kreise erfolgreich. Im Kreis Waldeck-Frankenberg konnte kein Praxissitz wiederbesetzt werden. Ich weiß nicht, wofür man sich da hier loben soll. Und so geht es weiter, wenn man sich das anguckt mit den besonderen Zahlen, wenn es um die Versorgung der Kinder geht, wenn es um die Kinder- und Jugendpsychiater geht, in der Region Starkenburg auch der Letzte noch aus dem Beruf ausschied. In Osthessen gibt es schon lange keine mehr. Da braucht man sich doch dann nicht zu wundern, wenn anschließend die Bettenzahlen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie steigt. Und wer kann das denn wollen, dass wir Kinder aus ihrem Lebensalltag nehmen, um sie längerfristig, weil das ist bei einer psychischen Erkrankung in der Regel so, in eine Klinik zu geben, weil wir keine niedergelassenen Ärzte mehr haben. Und wo ist da Ihre Aktion, was dagegen zu tun, Herr Minister? Sagen Sie uns das. Natürlich ist es schwierig für einen Arzt, sich zu entscheiden, aufs Land zu gehen, eine Praxis zu gründen, Geld in die Hand zu nehmen, nicht genau zu wissen, ob sich das Ganze wirtschaftlich trägt. Wir haben eine ganz schwierige Finanzierungssituation, und Praxisgründungen müssen mit hohen Krediten gestartet werden. Aber in den nächsten 5 Jahren werden mehr als ein Drittel der Ärztinnen landesweit die Praxis abgeben wollen. Fast die Hälfte der hessischen Hausärzte sind mindestens 58 Jahre alt. Und dann gucken Sie sich doch einmal die Zahlen an, die Sie in Ihrer Antwort geliefert haben, wie viele Ausbildungskapazitäten wir haben. Und wenn ich mir dann anhöre, wie das an den Hochschulen ist und dass das aus Ihrer Sicht alles völlig in Ordnung ist. Nein, wir brauchen mehr Ausbildung in der Medizin. Wir brauchen mehr Studienplätze. Und ich sage mal, wenn man sagt,
dass die Abiturnote an der Stelle das Kriterium ist, dann frage ich mich, was ändert sich an dem Kriterium, wenn jemand 5, 6 oder 7 Jahre gewartet hat? Wird dann die Abiturnote eine andere? Nein, bleibt dieselbe. Also ist doch dieses Kriterium eine freie Erfindung, wie man mit einem Mangel an Studienplätzen umgeht bei einem deutlich höheren Andrang von Studierenden. Und wenn es Menschen gibt, die diesen Beruf ergreifen wollen, und wenn wir wissen, dass wir Ärztinnen und Ärzte brauchen, und zwar in einer hohen Zahl, und wenn wir die Altersstruktur unserer niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte angucken, dann müssen Sie doch endlich reagieren und müssen sagen, ja, wir brauchen auch mehr Studienplätze, deutlich mehr. Und dann muss man sich auch überlegen, wie kriegt man es denn hin, dass die Studierenden dann auch aufs Land gehen? Und wie kriegt man es hin, sie dahin zu motivieren? Und da kann man doch nicht sagen, also wenn die da einen Pflichtteil machen müssen auf dem Land und wir ihnen das vorschreiben, dann tun die das womöglich nicht mehr. Das impliziert doch, wenn einer erst einmal gesehen hat, wie die Arbeit als Landarzt ist, wird er das auf keinen Fall mehr. Was zeichnen Sie denn da für ein Bild? Das ist doch völlig kontraproduktiv. Man muss doch den Leuten ermöglichen, und das wird doch uns im Ausland auch vorgemacht, wie man solche Dinge unterstützt, dass der, die junge auszubildende Arzt, Ärztin mit denen auf dem Land mitläuft, Erfahrungen sammelt und auch die Angst davor genommen kriegt, wie ist das denn, wenn ich alleine in der Praxis bin, wenn ich meine Entscheidungen selber treffen muss, wenn ich kein Kollegenteam um mich habe. Das ist doch das, was verunsichert, und dem muss man doch entgegenwirken. Es geht ja nicht nur um Geld, es geht doch auch um das Gefühl, ich will meine Arbeit gut machen, ich will mich mit Kolleginnen und Kollegen beraten können. Und ich will den Austausch haben, und das brauchen wir doch, und dafür brauchen wir andere Modelle. Und da ist jetzt auch das AVZ auf dem Dorf nicht die allgemeine Lösung, weil man muss nicht immer auch noch eine ganze Ansammlung haben in kleineren Ortschaften, sondern man muss sich auch andere Dinge überlegen, wie man beispielsweise unterstützt, dass die Gemeinden eben den Arzt anstellen. Auch die Versuche gibt es ja. Und da muss man doch mal genau gucken, was können wir da von hierher übertragen? Was können wir in Hessen an Modellprojekten an der Stelle mal fahren? Da erwarte ich mehr Mut und mehr Kreativität. Der fehlt hier aber komplett, weil es ist doch immer nur dieselbe Rede. Wir machen das gut, wir tun ganz viel, wir geben da Geld aus, wir sind im Dialog, wir wollen keine Reglementierungen, das muss alles mehr oder weniger freiwillig laufen. Ja, natürlich muss am Ende derjenige selber entscheiden, ob er aufs Land geht oder nicht. Aber Sie haben Möglichkeiten, Rahmenbedingungen zu setzen, Sie haben Möglichkeiten, Angebote zu machen. Und die müssen Sie auch ausnutzen, und zwar in ganzer Breite und in ganzer Tiefe, weil wir nämlich auf eine Situation zulaufen, die eine Unterversorgung birgt, die nicht mehr zu fassen ist. Stellen Sie bitte Ihre eigenen Zahlen nebeneinander, die von der Altersstruktur und die der Ausbildung, und dann wissen Sie, wie groß das Problem ist. Gehen Sie es endlich an und reden Sie es hier nicht schön, es ist unerträglich. Das Wort hat Herr Abg. Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bevor ich in der Tat zu den Antworten der Großen Anfrage komme und zu den Problemen und Herausforderungen der Gesundheitspolitik, ist es mir doch noch einmal wichtig, gerade nachdem wir mit diversen Ausschussreisen im Ausland waren und es da auch hin und wieder zu Arztbesuchen, Krankenhausbesuchen kam, doch noch einmal ganz wichtig, eine Bemerkung heute hier in diesem Saal mal festzustellen. Wir haben in Deutschland ein fantastisches Gesundheitssystem, fantastische Zehntausende von Ärzten und Pflegepersonal, die sich wirklich fantastisch um diese Menschen hier, wenn sie krank sind, kümmern. Vielleicht halten wir auch einmal fest, dass wir ein sehr gutes Gesundheitssystem in Deutschland und auch in Hessen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man muss auch immer einmal bedenken, dass wenn man etwas krisenhaft darstellt, das ist auch berechtigt, wenn man ein Problem lösen will, aber dass man eine Krise auch nicht den Leuten da draußen erschreckt und denkt, oh Gott, wenn ich krank werde, finde ich keinen Arzt mehr, oder wenn es mir ganz schlecht geht, kommt kein Rettungswagen, und wenn es mir noch schlechter geht, wäre kein Krankenhaus mehr da. Wir müssen auch ein bisschen Augenmaß behalten bei der Diskussion, und dafür plädiere ich nachhaltig, auch wenn wir uns jetzt den Herausforderungen stellen werden, die und ansprechen wollen. Ja, wir haben mindestens 4, 5 Themen. Ich nenne sie einmal Ärztemangel, die Frage, wie gehen wir weiter um mit der Pflege, wie geht es um die Zukunft der Krankenhäuser, wie gelingt es uns auch bei dem Thema ganz speziell Geburtshilfen im ländlichen Raum, wie gelingt es uns, da Lösungen zu finden. Und Frau Dr. Sommer,
In Ihrer positiven Beschreibung, wo Sie hinwollen, sektorenübergreifende Zusammenarbeiten, die Akteure zusammenzubekommen, ländlichen Raum, tatsächlich die Gesundheitsversorgung zu erhalten, all das, was Sie beschrieben haben, stimme ich Ihnen vollumfänglich zu. Und übrigens auch diese Antworten der Großen Anfrage und auch die Kolleginnen und Kollegen von der CDU und wir GRÜNE sagen, ja, das ist das Ziel, da müssen wir hin, das müssen wir täglich daran arbeiten. Und ich sage Ihnen, warum auch es nicht so einfach ist, das Sie auch so gut wissen wie ich. Es ist kein 100% staatliches System, sondern wir haben tatsächlich die KV beauftragt mit der Frage der ambulanten Versorgung. Wir haben bei der Frage der Krankenhäuser wird ganz vieles geregelt über die Betriebskostenzuschüsse, über die, also die Förderung der DRGs von den Krankenkassen. Also wir haben in bestimmten Bereichen tatsächlich nur mittelbaren Einfluss. Aber wir haben natürlich Möglichkeiten, diverse Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ich will es einmal angehen. Bei dem Ärztemangel, gerade im ländlichen Raum, auch das ist nicht politisch gewollt und ist auch nicht politisch verursacht. Es hat etwas mit dem demografischen Wandel zu tun bzw. mit dem Umzug von Menschen dorthin in Ballungsräume, wo sie arbeiten finden. So, was wir tun können, und das betrifft ja nicht nur die gesundheitliche Versorgung, es betrifft die Kindergärten, es betrifft Schulen, die immer weniger Kinder, Patienten usw. so vorfinden, dass es auch wirtschaftlich uninteressanter wird. Und wir müssen uns mit verschiedensten Maßnahmen dagegen stemmen, und wir müssen dann kreative Lösungen finden. Ich finde, dass hier dort mit dem Gesundheitspakt 2.0, mit der Ansiedlungsförderung oder aber dort mit den Praktikas dort in den Landarztpraxen, dass da richtige Initiativen eingeleitet wurden. Man bestimmte Sachen kann man eben nicht erzwingen. Wir können keinen Studenten zwingen, zu sagen, mit der Ableistung deines Studiums kommst du nach Waldeck-Frankenberg, um das Beispiel aufzugreifen. Es bleibt immer noch die Freiheit, die Berufsfreiheit, Berufswahlfreiheit. Und es ist schwierig, die zu überzeugen. Und deswegen finde ich bei den Ansiedlungen von Arztpraxen oder bei der Frage, wie sie geführt werden, ein richtiges Argument zu sagen, wenn wir wissen, Medizin wird immer weiblicher und wir wissen, viele von den abgehenden Medizinerinnen und Mediziner, sie haben Angst davor, wirtschaftliches Risiko zu übernehmen, dass wir tatsächlich kommunale Modelle, wie es in Büsum passiert ist, ein medizinisches Versorgungszentrum, wo eine Gemeinde die Ärzte angestellt hat und auch die Verwaltungsabrechnung vereinfacht hat, dass solche Modelle noch stärker gefördert werden müssen, aber dort, wo es vor Ort benötigt wird. Und wir fordern die KV auch auf, dort, wo es passiert, wie beispielsweise in Nittertal, wo erkennbar ist, dass Ärzte fehlen, dass sie dort schneller reagieren und die Arztsitze dann auch freigeben. Wir brauchen mehr von diesen Modellen. Wir brauchen entschlossenes Handeln von allen Akteuren, um den ländlichen Raum mit Gesundheitsversorgung zu sichern. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei der Pflege. Das Thema, was mich mit größter Sorge umtreibt, ist die Versorgung der gesundheitlichen Versorgung durch Pflegekräfte. Ich muss lobend erwähnen, wenn das zutrifft, die Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene sind noch nicht abgeschlossen, aber gestern kam in der Tagesschau, korrigieren Sie mich, wenn das nicht jetzt der letzte Stand ist, dass 8.000 Pflegekräfte zusätzlich finanziert werden sollen. Ich finde das erst einmal löblich. Ich lasse jetzt einmal das Komma weg, oder ich erwähne es trotzdem. Wir haben 13.000 Einrichtungen. Das bedeutet, 8.000 klingt viel, aber es ist in jeder Einrichtung eine halbe Stelle mehr. Ich will es nicht schlecht reden. Es ist der Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist weitaus nicht das, was wir brauchen. Und ich hätte mir gewünscht, ich wünsche mir, dass von der Bundesregierung noch mehr kommt. Aber es ist nicht falsch. Und Sie haben das Problem auf die Tagesordnung gesetzt. Und wir müssen alles tun, damit der Beruf attraktiver wird. Sie haben auch gesagt, Sie wollen die Bezahlung verbessern auf Bundesebene. Jeder Schritt, der in die richtige Richtung geht, wird von uns GRÜNEN auch unterstützt, auch wenn es von der Großen Koalition kommt. Und, wir brauchen mehr Pflegekräfte in den Einrichtungen. Ich glaube, da arbeiten wir auch hier im Land mit unterschiedlichsten Hilfs. Der Stabsstelle Fachkräftemangel ist auch hier dran mit unterschiedlichsten Initiativen. Das Thema Krankenhaus. Wir haben immer wieder, ich sage nur die Ortschaften, und Sie wissen, was gemeint ist. Lindenfels wurde geschlossen. Wir haben Groß-Gerau, hat das Landkreis sich selbst entschlossen, es weiterzuführen. Wir haben jetzt die Frage von Helios in Bad Schwalbach. Es ist immer wieder eine Frage. Natürlich hat der Kreis, die Kreise haben die Verantwortung für die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung. Wenn ein Kreis, um das mal konkret zu machen, wie im Rheingau-Taunus-Kreis sich dafür entscheidet, eine Klinik zu privatisieren, die dann 15 Jahre später nicht mehr wirtschaftlich läuft, weil sie nur noch 40% Auslastung hat, dass sie dann vor einer wirtschaftlichen schwierigen Situation steht
und dann sich entscheidet, diesen Standort zu schließen, um dann mit Rüdesheim noch die Kapazitäten zu retten, diese Einrichtung dann umwandeln will zu einer psychosomatischen Einrichtung, dann werden wir vom Land dafür natürlich zur Verfügung stehen, um das zu fördern. Wir wollen, Schließungen sind keine Lösung als solche, aber wir müssen mit Verbundlösungen, mit Unterstützung, Umstrukturierung, so wie es jetzt auch passiert, wie es wir im Sozialausschuss vorgestellt bekommen haben, ist ein richtiger Schritt. Wir wollen keine Schließungen, aber wir wollen, dass die Gesundheitsversorgung überall gleichwertig sichergestellt ist. Aber wenn Menschen ihre eigene Klinik nicht mehr besuchen, dann muss man auch da zur Verfügung stellen, dass man Umstrukturierungsmaßnahmen einleistet. Auch hier geht die Landesregierung, wie ich finde, kreativ und vorbildlich voran, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei der Geburtshilfe steht uns ein großes Problem bevor. Wir haben gerade bei Helios, um auch gerne bei Helios zu bleiben, ich habe mir die Zahlen noch einmal angeguckt. Helios oder auch andere Krankenhäuser, auch in Rüdesheim, wir haben zum Teil nur 5-prozentige Auslastung bei diesem Beispiel von der Geburtshilfe. Das sind sehr, sehr wenige Geburten, und trotzdem haben diese Krankenhäuser sich angeboten. Ich kann Ihnen das sagen, es ist in ganz vielen Krankenhäusern in Hessen, so gerade im ländlichen Raum. Wir stehen also vor der großen Herausforderung, wie wir die Geburtshilfe flächendeckend den Schwangeren zur Verfügung stellen können. Wie gelingt es uns, noch mehr Hebammen wieder für den Beruf zu gewinnen? Die Krankenkassen müssen die Hebammen besser finanzieren, und wir müssen endlich eine Lösung haben. Ich hoffe, es kommt jetzt endlich von der neuen Bundesregierung, dass die Versicherung für die selbstständigen Hebammen endlich übernommen werden oder in ein gutes Versicherungssystem überführt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das Land auch an irgendeinem Punkt, wenn die Bundesregierung wieder nicht reagiert, dass wir dann für eine Übergangslösung auch den Hebammen hier in diesem Land helfen müssen, weil wir brauchen sie bei der Begleitung, bei der Geburt und bei der Nachsorge für die gebärenden Frauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe es beschrieben, Ärzteversorgung im ländlichen Raum, die Pflege, die Geburtshilfe, die zukünftige Krankenhäuser. Und ich will noch einen letzten Punkt loswerden. Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage des ländlichen Raumes, sondern auch von Ballungsgebieten. Wie organisiert sich gesundheitliche Versorgung der Zukunft? Und es kann und darf nicht mehr so bleiben, dass die Krankenhäuser, die stationären Einrichtungen für sich bleiben mit einem Scheuklappen und die ambulante Versorgung für sich vor sich hin arbeitet mit Scheuklappen. Und dann haben wir noch Reha-Einrichtungen und wir haben noch Versorgungseinrichtungen. Und ich nenne jetzt auch noch einmal explizit dazu Apotheken beispielsweise oder andere. Wir müssen alle Akteure zusammenbinden in Gesundheitsregionen. Auch hier gibt es ein gutes Modell. Ich sage jetzt mal das Modell Bärfelden. Und wenn es ausgewertet ist, dann werden wir das versuchen, dort, wo es gewünscht ist, auch flächendeckend auszustreuen. Das ist die Zukunft. Wir brauchen die Vernetzung aller Akteure im Gesundheitsbereich. Hier werden erste konkrete Schritte schon im Lande Hessen gegangen. Und ich glaube, wir sind auch hier in der Koalition und CDU und Grünen sehr gut aufgestellt. Ich bin guten Mutes, dass die wenigen Möglichkeiten, die die Landespolitik hat, trotz alledem mit vollem Umfang angeht, dass sie sehr ehrgeizig ist. Gerade der Gesundheitsminister wird ja auf Bundesebene immer wieder als Experte herangezogen. Wie macht ihr das eigentlich in Hessen? Und ich glaube, dass diese Schritte muss man weitergehen. Man muss jeden einzelnen Strohhalm, ich nenne es mal so, jeden einzelnen Strohhalm, den man als Landespolitik begehen, nutzen, tatsächlich, damit wir die Versorgung im ländlichen Raum und in der Stadt tatsächlich gewährleisten können, dass wir genug Pflegepersonal haben, dass wir genug Nachwuchs bei den Ärzten haben und dass wir Krankenhäuser und Praxen auch tatsächlich so fortfinden, wie es bedarfsgerecht notwendig ist. Ich bin da sehr optimistisch, dass es uns gelingt. Das bleibt eine riesige Herkulesaufgabe, ein tägliches, ein schweres, Schritt für Schritt Arbeiten. Aber ich glaube, wir sind gut aufgestanden. Ich danke Ihnen. Das Wort hat Herr Minister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei den Beiträgen der Oppositionsrednerinnen weiß ich immer nicht ganz genau, ist es jetzt nur Oppositionsrhetorik oder tatsächlich ein Mangel an dem Durchdringen des Systems des Gesundheitswesens in Deutschland. Und ich denke, es ist wahrscheinlich beides. Weil ansonsten würden solche Reden, wie sie Frau Dr. Sommer hier gehalten hat und auch Frau Schott hier, nicht gehalten werden können. Hatte das große Vergnügen oder auch nicht, je nachdem, wie man es nennt, 3 Tage in der Arbeitsgruppe Gesundheit und Pflege im Rahmen der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene zu sitzen. Und Sie werden sich wundern. Die Themen, die Sie angesprochen haben,
die uns alle bewegen, sind Themen, die dort auch intensiv diskutiert worden sind, weil es Themen sind, die im deutschen Gesundheitswesen nicht singulär in einem Land, in Hessen, in einem Landkreis sind, sondern flächendeckend in Deutschland existieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und klar ist an dieser Stelle auch, dass diese Probleme nicht etwa gelöst werden können, indem die Hessische Landesregierung jetzt erklärt, dort muss ein Arztsitz hin, aber es ist immer noch kein Arzt da. Weil die Fragestellung von freier Berufswahl, die Fragestellungen von einem Aufbau eines Gesundheitssystems in Deutschland, in denen unglaublich viele Verantwortlichkeiten auf die Selbstverwaltungskörperschaften übertragen worden sind, kann man für gut oder für falsch halten, aber wir müssen mit dem System leben. Dr. Bartelt hat das beispielsweise gesagt. Weil die Kassenärztliche Vereinigung nicht sich in den Honorarverhandlungen mit den Krankenkassen am Anfang geeinigt hat, hat sie die Ansiedlungsförderung, die sie sich gegenüber dem Land Hessen verpflichtet hat, ausgesetzt, indem sie gesagt hat, wir machen keine Ansiedlungsförderung mehr, schlicht und einfach, weil wir die Kohle für unsere Honorare brauchen. Dann kann ich, das hat Herr Dr. Bartelt genauso gesagt, indem er gesagt hat, aus systemwidrigen Gründen hat sich die Kassenärztliche Vereinigung aus einem Teil des vereinbarten Paktes zurückgezogen. Und im, ja, warum? Sage ich Ihnen, sie haben sich zurückgezogen, weil die Honorarverhandlungen der Kassenärztlichen Vereinigungen mit den Krankenkassen im ersten Moment nicht gescheitert sind und die Kassenärztliche Vereinigung gesagt hat, das, was wir uns verpflichtet haben gegenüber dem Land, bezahlen wir nicht aus, wir behalten es für uns selbst. Das hat dazu geführt, dass ich die Verantwortlichen schon einbestellt habe und erklärt habe, Pacta sunt servanda. Im Übrigen tut man so, als ob das Thema jetzt erst kommen würde. Wir haben 2011 den ersten Pakt zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung auf den ländlichen Gebieten mit den Beteiligten in Hessen getroffen. Und wenn Sie glauben und eine Landpartie 2.0 loben, dass die vom Himmel fällt, dann ist es deswegen, weil wir seit Jahren schon die Kompetenzzentren Weiterbildung in der Allgemeinmedizin an den Universitäten in Frankfurt und in Marburg fördern. Wir fördern sie als Land mit 250.000 € im Jahr. Und über diese Wege werden die Landpartien 2.0 gemacht. Honorarverhandlungen, Zulassungen, die Fragestellung Zulassungssperren, Bedarfsplanung, Kinderärzte. Also, als ob wir nicht wüssten, dass es schwierig ist, einen Kinderarzt zu bekommen. Also frage ich bei der Kassenärztlichen Vereinigung nach. Witzigerweise sagt dann der Vorsitzende, das kann man auch ohne Vertraulichkeit brechen, weil das in einem großen Kreis gewesen ist, sagt er, ich bin in eine der aufstrebendsten Städte Hessens gezogen, nämlich nach Offenbach. Ich bin Vater von Zwillingen geworden. Ich finde aber leider keinen Kinderarzt in Offenbach. Dann habe ich gesagt, was tust du denn? Dann sagt er, nach der Bedarfsplanung sind dort 119%, wir sind überversorgt. So sage ich, dann geht doch bitte schön hin und macht eine Sonderzulassung an dieser Stelle. Sagt er, das müssten wir ja dann selbst bezahlen. Also insofern sind diese Fragestellungen nicht etwa von einer Landesregierung auf den Weg zu bekommen, sondern sie sind nur durch bundesgesetzliche Regelungen. Und dann hoffe ich in der Tat, dass trotz der Umfragen, die heute entstanden sind, es zu einer Koalition in Berlin kommt, weil das, was wir im Gesundheitsbereich vereinbart haben, wird uns als Länder endlich Möglichkeiten eröffnen, tatsächlich auch steuernd mit eingreifen zu können. Das ist aber ein Stück weg von der Selbstverwaltung hin zu staatlicher Verantwortung. Und dann können wir darüber diskutieren, welche Verantwortung wir haben. Solange wir diese Verantwortlichkeiten nicht haben, Frau Dr. Sommer, sollten Sie eher nachlesen, wenn Sie es nicht wissen, oder die Oppositionsrhetorik lassen. Und dann will ich an der Stelle schon sagen, und das ist nicht hessenspezifisch, heute gibt es eine aktuelle Umfrage. 85% der deutschen Versicherten sind mit dem Gesundheitssystem in Deutschland zufrieden oder sehr zufrieden. 85%. Da sind auch 85% der Hessen dabei. Und wir gehen frühzeitig die Probleme an, die sich uns stellen. Und wir versuchen, mit den Partnern, die Verantwortung auch tragen, an dieser Stelle für Lösungen zu suchen. Unseren Beitrag leisten wir dazu. Wir leisten ihn dazu, indem wir die Digitalisierung vorantreiben. Wir leisten es dazu, nur um ein Beispiel zu sagen, weil Sie die Landpartie angesprochen haben. Wir waren bei einem Landarzt
im Bereich Hersfeld-Rotenburg. Der hat gesagt, früher habe ich persönlich 200 Hausbesuche im Quartal hinbekommen als Arzt. Jetzt habe ich zwei Veras eingestellt, also Versorgungsassistentinnen im hausärztlichen Bereich. Wir haben die Zahl der Hausbesuche auf 220 im Quartal hochgeschraubt, aber ich persönlich mache nur noch 50. Und die 150, die ich einspare, bin ich für meinen Patienten in meiner Praxis da. Und das unterstützen wir mit unserer Digitalstrategie. Das unterstützen wir, indem wir Hilfestellungen leisten. Das unterstützen wir, indem wir in den unterschiedlichsten Bereichen auf den Weg gehen. Und damit ist der Arzt-Patient-Kontakt gewahrt. Und was wir auch machen, also mir vorwerfen, ich würde nicht für Verbundlösungen im Krankenhausbereich da sein. Ich war der Erste, der in Hessen überhaupt ein Gutachten auf den Weg gebracht hat. Ich werde nicht müßig, um für Verbundlösungen zu werben. Und wir werden im Hessischen Krankenhausgesetz, das in diesem Jahr novelliert wird, Verbundlösungen auch noch einmal besonders honorieren, finanziell honorieren. Und an der Stelle sind es dann die Landräte, im Wesentlichen die Landräte, die der Sozialdemokratischen Partei angehören, die an dieser Stelle Verbundlösungen, unrentable Strukturen, versorgungshemmende Maßnahmen verhindern. Und an der Stelle brauchen wir keiner aus der Opposition irgendetwas vorzuwerfen. Gesundheitliche Versorgung in Hessen ist auf einem hohen Stand. Das Wort hat Frau Dr. Sommer. Herr Minister Grüttner, meine Damen und Herren, lieber Präsident, ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich einfach noch einmal darauf hinweisen möchte oder es sehr schade finde, dass Sie sagen, die Opposition hat lediglich eine Oppositionsrhetorik. Man kann natürlich, wenn man möchte, sagen, alles ist beim Bund. Aber ganz ernsthaft, wir haben hier schon als Landesparlament Aufgaben zu bewältigen und Herausforderungen vor allen Dingen im ländlichen Raum und in der gesundheitlichen Versorgung zu bewältigen. Und da braucht es eben Ideen. Und, meine Damen und Herren, das fehlt uns ein bisschen. Eine Gesamtstrategie ist leider nicht zu erkennen. Und wir haben Sie mit dieser Großen Anfrage darum gebeten. Ich habe es eben auch noch einmal in meiner Rede angesprochen. Die Versorgungsatlanten, die ja genau das tun sollten, wovon Sie alle reden, von der sektorenübergreifenden Versorgung, all das, was Sie ja vorschlagen im Hessischen Gesundheitspakt, ganz ehrlich, das finden wir ja auch gut. Wir sehen es nur in weiten Teilen einfach nicht umgesetzt und vor allen Dingen nicht vernetzt. Das fehlt noch. Und Sie alle haben gesagt, das ist unheimlich wichtig. Das stimmt. Aber wo ist die Gesamtstrategie? Wo sind die Versorgungsatlanten? Bitte zeigen Sie uns vor. Es gibt ja schon Teilatlanten. Das ist auch gut so. Aber Sie können mit dem, dass Sie einfach sagen, das sei Oppositionsrhetorik, nicht Ihre Verantwortung ganz wegschieben. Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldung, Frau Abg. Schott, DIE LINKE. Herr Minister, wissen Sie, wenn Sie sich hier hinstellen und das Vera-Beispiel so groß machen, dann finde ich, ja, es ist ein gelungenes Beispiel, aber es ist eine verkürzte Debatte. In jedem Dorf in diesem Land hat es früher eine Gemeindeschwester gegeben, und die hat im Wesentlichen die Aufgabe dieser Veras erfüllt. Die Veras, ja, lange her. Und warum gibt es keine mehr? Weil die Kommunen immer mehr unter Druck geraten sind, weil alles, was zu privatisieren war, privatisiert worden ist und in dieser Privatisierungslogik auch die Pflege mit privatisiert worden ist und die Veras am Ende abgeschafft worden sind, die es schon einmal gibt. Und jetzt stellen Sie sich hier hin und sagen, das ist eine ganz tolle Geschichte, dass Sie etwas wieder einführen, was man erst politisch niedergemacht hat, obwohl es sinnvoll, zielführend und richtig war. Also, man sollte sich einmal überlegen, wie viel neoliberale Politik diesem Land gut tut. Und ich finde es ja schön, wenn Sie jetzt erkennen, dass es Punkte gibt, wo es es nicht gut tut. Dann sollten Sie es aber auch einräumen. Und Sie sollten nicht so tun, als ob Sie der Erfinder einer Lösung seien, die nur eine Teillösung ist, sicherlich eine gute. Ich bestreite die überhaupt nicht. Ich halte das für sehr zielführend. Aber man muss nicht so tun, als ob man sich etwas ausgedacht hätte, was die Welt rettet, wenn man vorher mit daran beteiligt war, es kaputt zu machen, wenn es schon einmal da war. Meine Damen und Herren, die Große Anfrage ist besprochen.